Einen wunderschönen guten Morgen hier von der linken Rheinstrecke. Wir sind heute mal im Nahverkehr unterwegs in der Baureihe 628 und fahren Richtung Mainz. Wir sind gerade noch im Fotomodus. Wir starten direkt, befinden uns im Führerstand, rüsten auf, einmal in Richtungswender rein und nach vorne. Und dann geben wir die Türen frei und zwar auf der rechten Seite. Jawohl, genau. Und schalten uns einmal die Signallichter an. Zugspitzensignale sind an. Führerstandsbeleuchtung lassen wir aus. Das ist hell genug. Machen die Zuglichter dennoch an. Instrumentenbeleuchtung, ja bitte. Einmal die Helligkeit erhöht. Den Leistungsschalter auf an, damit wir auch Leistung haben. Die Pultbeleuchtung erhöhen wir und schalten sie auch an. Spiegel automatisch, das passt soweit. Der Rest ist in Ordnung. Dann einmal noch den Bremsschlüssel rein und aufgesperrt. Wir schalten uns die PZB an. Und ich wollte gerade sagen, und die LZB, aber wir haben keine LZB. Das können wir nämlich hier machen. Und dann können wir das PZB-Ventil einmal auf einstellen. Hier können wir auch die SIFA anmachen, aber die lasse ich aus. Genau, Fahrgäste sind auch schon da. Sehr, sehr schön. Das Ganze hier ganz normal im Fahrplan übrigens. Genau, Lichter sind an. Toll, die 628, gebaut von TSG, damals für die Niddertalbahn. Eine absolute Empfehlung meinerseits, die Niddertalbahn. Wer sie nicht hat und die Möglichkeit hat, sie sich in einem Sale zu holen, macht das bitte. Ihr werdet das nicht bereuen, selbst wenn ihr nicht so ein großer Fan von Nahverkehr seid. So wie ich. Ich bin auch eher so der Fernverkehrsmensch. Aber es macht schon sehr viel Spaß. So, wir warten, bis das Signal umstellt. Das hier vorne dürfte jede Sekunde gleich umspringen. Ja. Pustekuchen. Ja gut, das Signal links von uns ist auf Fahrt gestellt. Das heißt also, es kann sein, dass jeden Augenblick hier noch ein Zug vorbeirauscht. Wir schauen mal. Ah, da sehe ich aber noch nichts. Es stehen übrigens in Gau-Algesheim. Genau, da, Gau-Algesheim. Gut, dann schauen wir uns noch mal ein bisschen hier um in Gau-Algesheim. Es ist ein nebeliger Morgen. So, wir hören hier vom Parkplatz, die Leute machen schon ihre Autos an und fahren zur Arbeit. Es ist nämlich früh morgens um 7:30 Uhr, das heißt also beste Pendeluhrzeit. Na, da ist er. Wo stellen wir uns hin? Wir stellen uns hier hin. Toll, Baureihe 103, Intercity-Wagen. Die Königin der Schiene. Sehr schön. So, wenn die 103 vorbei ist und den Block dann freimacht. Oh, da kommt schon die nächste. Oh, das ist aber ein schönes, schönes Bild. Und tschüss. Genau, wenn die 103 vor uns dann den Block freigemacht hat, dürften wir dann auch jeden Augenblick fahren. Wir sollten nämlich eigentlich schon in 3 Minuten in Ingelheim sein und ich sehe das aktuell nicht, dass wir das schaffen. 3 Kilometer, ja. 1 Minute pro Kilometer. Machbar. Allerdings ist jetzt die 628 nicht unbedingt ein Beschleunigungsmonster. Aber wir werden sehen. Hier ist auf jeden Fall, glaube ich, irgendein Vorsignal gerade. Hat sich umgestellt. Ich habe es nicht genau gesehen, aber ich glaube, das war vorher grün. Ah, da, endlich. So. Und Abflug.
So. Wir können abfahren mit 80 km/h, haben keine Beeinflussung zu erwarten. Dementsprechend befreien wir uns auch aus dem PZB-Startprogramm. Drücken nämlich einmal auf PZB frei. Es hat aufgehört zu blinken. Das heißt also, wir sind jetzt in der oberen Zugart aktiv. Wow. Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Oh, sogar mit Schweizer Eurocity-Wagen. Sehr schön. Ich glaube, davon muss ich mal gleich im Fotomodus ein kleines Foto machen, weil das doch sehr cool aussieht. Und zwar einmal so. Na, wir fahren noch einen Meter. So. Genau. Ach, das ist toll. So. Ausfahrt mit 80. Nächster Halt Ingelheim. Wir gehen mal in Fahrstufe 7, die höchste Fahrstufe, die wir haben. Vmax sind, glaube ich, 120. Oder? Müsste eigentlich 120 sein. Und wir haben halt so Langsamfahrt zu erwarten. Da den Fahrschalter auf aus und dann drücken wir PZB wachsam. Wir sehen, die 500 Hertz Beleuchtung springt an, der Leuchtmelder. Wir müssen auf unter 85, das sind wir bereits, daher ist das gar kein Problem. Und ich weiß nicht, was uns da genau vorsignalisiert worden ist. Kann sein, dass es vielleicht 40 waren. Wir gehen mal davon aus, dass es 40 sind. Dementsprechend fahren wir jetzt mal ein bisschen langsamer. Ah, steht da auch nicht, hier bei Ingelheim. So, auch hier drücken wir wieder PZB wachsam. Und Ingelheim, ja, mit einer leichten Verspätung von einer Minute ungefähr. Hier an diesem sehr, sehr nebligen Morgen. Wir sehen es, ne, die Sonne geht gerade auf. Es ist alles so ein bisschen vernebelt. Sehr stimmungsvoll. Dann einmal hier links rüber. Und wir halten an. Und ich frage mich, ob der Intercity jetzt hier gleich an uns vorbeirauscht. Na, in Gegenrichtung wird auf jeden Fall einer kommen. Da ist nämlich Fahrt. So, einmal hier die Streckenkarte angebracht. Einmal kurz hier nach unten. Lassen Sie mich durch. Ich bin Lokführer. Da noch das Poster angebracht. Und die Kuckucksuhr. So, jetzt wieder schnell hoch zu unserem Zug, denn wir müssen die Türen schließen. Wir können einmal durchwandern. Hier einmal durch die erste Klasse Raucher. Das ist so absurd, dass es Raucher. Ich hoffe, sie rauchen alle nicht, ne? Bei mir wird im Zug nicht geraucht. Das ist nicht gut für ihre Lunge.
Ach, da ist der Intercity. Hätte gedacht, dass er rechts von uns, links von uns vorbeifährt. Aber auch schön. Aber er klingt ein bisschen so, als würde er bremsen. Er scheint auch halt zu erwarten zu haben. Oh. Oh, Leute. Versteht ihr jetzt, warum ich die linke Rheinstrecke so toll finde als Strecke? Es ist wirklich toll. So, wir sind restriktiv auf die 40 eingeschränkt. Das wird nochmal wie bestätigt. Bisschen absurd, dass der Intercity auf uns warten muss, aber... Ah, das war knapp an einer Zwangsbremsung vorbei. Aber ich sehe, wir können fahren. Also befreien wir uns. Nächster Halt ist dann Heidesheim. Tschüss, lieber Eurocity, muss man dazu sagen. Das ist der Eurocity. Der Eurocity 1001 nach Brick. Brick an der Mur. Der muss tatsächlich auf uns warten, ich fasse es nicht. Und wir dürfen jetzt unsere 120 km/h Höchstgeschwindigkeit mal ausfahren. Wir können natürlich das Fenster öffnen, wenn wir wollen. Das ist alles gar kein Problem. Rollos. Scheibenwischer. Scheibenwischer rechts. Ja, ne, also so richtig auf Geschwindigkeit kommt der Zug halt natürlich nicht. Also bis der hoch auf die 120 angekommen ist, da vergehen schon die ein oder anderen Blöcke. Da werden die FahrdienstleiterInnen ziemlich ungeduldig. Aber gut, damals war das so. Da fuhren halt die 628er. Ich glaube teilweise immer noch im Plandienst unterwegs, wenn auch nur mit Sicherheit als absolute Ausnahme. Aber ich glaube noch immer auf deutschen Schienen teilweise anzutreffen. Glaube ich. Damals, 1991, ich glaube die Strecke ist 1991 gesettelt oder 96, nee 91 glaube ich, es war noch vor der Bahnreform, war das natürlich ganz anders, was da so rumfuhr an Rollmaterial. So, Heidesheim ist nur noch 1,5 Kilometer entfernt, wir können ruhig noch Leistung aufgeschaltet lassen. Die Bremseigenschaften von dieser ollen Mühle sind eigentlich ganz gut. So, jetzt nur noch ein Kilometer. Können schon mal die Leistung langsam rausnehmen. Und anfangen reinzubremsen. Gehen mal in die minimale Bremsstellung. Ah, das reicht schon, damit wir ordentlich langsamer werden. Wird ein bisschen knapp. Ah, jetzt doch die Vollbremsung eingelegt. Also so viel zum Thema. Ja, guck mal, Leute. Also wenn das nicht Perfektion ist, dann weiß ich es jetzt auch nicht, ne? Also das ist ja wirklich effektiv gebremst. Wie sonst nichts anderes. Hier in Heidesheim.
So, aus der Gegenrichtung wird auch schon wieder ein Zug kommen, denn das Vorsignal hier vorne zeigt Fahrt. Oder vorsignalisiert Fahrt. Türen schließen. Sorry, der Zug fährt ab. Hallo? Der hat sich da noch reingebeamt. Ach, schaut an. Hinter uns. Das ist ja absurd. Aus dem Nichts heraus. Das war schon gruselig, oder? Also den Fahrdienstleiter würde ich gerne mal sprechen, der uns hier einfach so vorlässt. Hier übrigens vorbei an einem Friedhof. Ja, witzig. Also in Realität wird das definitiv nicht so aussehen, dass der so hinter uns her trödeln würde. Absolut nicht. Aber mal schauen, was uns jetzt gleich entgegenkommt. Nächster und letzter Halt ist dann auch schon Mainz Hauptbahnhof. Sehr schön. Nochmal eine 628. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Wir sind, glaube ich, noch nie zusammen im Steuerwagen gefahren. Noch nie im 928 gefahren. Sondern immer nur im 628er. Das sollten wir vielleicht auch mal machen. Aber an sich ist ja die Experience die gleiche, die Erfahrung. Weil die Führerstände ja nicht unterschiedlich sind. Anders als jetzt zum Beispiel bei der 101 und dem Intercity Steuerwagen. Nur die Soundkulisse ist halt eine andere, weil wir haben halt hier vorne in unserem Wagen den Motor. Das heißt also, den hören wir auch ordentlich. Und im Steuerwagen hört man den halt einfach nicht so laut. Das heißt also, es ist im Grunde genommen die gleiche Fahrerfahrung, nur mit viel weniger immersivem Sounderlebnis. Dementsprechend lohnt es sich eigentlich fast gar nicht, den neuen 28 Steuerwagen zu fahren. Ja, wir sind beinahe auf Höchstgeschwindigkeit angekommen. Was steht denn hier eigentlich? Ja, weiß ich nicht genau, was das heißen soll. Vorbei an Ulaborn. Noch nie gehört. Aber wir können mal den Zug an uns vorbeifahren lassen. Hier kurz hinter Ulaborn. Wir haben fast unsere Höchstgeschwindigkeit erreicht. Und fahren jetzt hier an der nächsten Ortschaft vorbei. Denn wie wir bekanntlich alle wissen, nach Ulaborn kommt nichts anderes als der weltberühmte und einzigartige Ort, der den wundervollen Namen trägt: Büdenheim. Büdenheim am Rhein. Ja, ein Foto können wir auch noch mal machen. Jawohl. Thank you.
Nimm mal eine Fahrstufe runter. Na, wobei, nee. Wir werden auch schon wieder langsamer. Also wirklich höchste Fahrstufe aufgeschaltet. Scheint sich auf jeden Fall ein wunderschöner Tag hier anzukündigen mit dem Sonnenaufgang. Einmal der Sonne entgegen. In der Realität würden wir natürlich dann das Rollo hier so weit runterziehen, aber das machen wir jetzt nicht, weil wir im Simulator nicht geblendet werden können. Daher finde ich das auch ein bisschen unnötig. Ja, also schneller als 118 werden wir wohl nicht. Außer es geht nochmal bergab, was nicht unbedingt passieren wird bis Mainz. Was allerdings passieren wird, ist die Ankündigung auf 100 km/h, die wir jetzt gerade hatten. Und die gelten ab hier. Diesem wunderschönen Örtchen namens Mainz-Mombach. Also ich meine, hinter dieser Rechtskurve kommt dann auch mal eine Linkskurve und dann sind wir im Grunde genommen schon in Mainz. Ja, genau. Auch schön, wie hier so die Sonnenstrahlen durchgehen durch den Nebel. Toll. Ich nehme mal ein bisschen die Leistung raus. Wir sollten eigentlich in einer Minute sein. Da sein. Nicht sein. Also jetzt einmal die Performance hier in den Keller gegangen. Während die 103 an uns vorbeigefahren ist. Und wir haben halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. So. 85 sind schon unterschritten. Hä? Oh. Okay, ich hab... Ja, gut. Ich hätte natürlich anhalten sollen, weil uns ja... Ja, weil uns ja halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg angezeigt worden ist. Dann habe ich aber nur aufs HUD geguckt und hier war ja alles grün. Während hier dann das rote Signal am Ende ist. Ja, gut. Also es war mein Fehler, dass ich mich aufs HUD verlassen habe. Ich hätte eigentlich genau das machen sollen, was signalisiert wurde. Also der geht auf mich, das ist auf mein Konto. Dafür haben wir aber ein bisschen Zeit, uns hier mal kurz umzugucken. 110-333-2 steht hier mit Mindlingen Intercity-Wagen. Noch mehr Mindlinge. Noch mehr Intercity-Wagen. Die 110 mit Latz hinten dran, vorne drauf. Gut, ob hinten dran oder vorne drauf ist dann letztlich eine Frage der Perspektive, würde ich sagen. Aber okay, was keine Frage der Perspektive ist, sondern definitiv sein muss, ist, dass wir jetzt maximal 25 km/h fahren dürfen, denn wir stehen jetzt unter der 500 Hertz Beeinflussung, während wir losfahren. Und über dieses Signal werden wir gleich mit Befehl 40 fahren. Aber ich verstehe nicht genau, warum uns der Simulator dieses Ersatzsignal gegeben hat. Das sieht auch irgendwie ein bisschen komisch aus, ehrlicherweise, für ein Ersatzsignal. Normalerweise leuchtet dann ja nichts rot. Oder? Also normalerweise wäre es auch so, dass dann das rote Licht dann ausbleiben würde. Aber na gut.
Gut, wir drücken natürlich trotzdem Befehl 40. Das ist einmal die Taste hier. Die halten wir gedrückt, während wir am Signal vorbeifahren. So, wir haben es gesehen, Befehl 40 leuchtet auf. Und sobald Befehl 40 aufleuchtet, können wir die Taste wieder runter beziehungsweise loslassen. 500 Hertz Beeinflussung hat sich mittlerweile auch wieder verabschiedet. Dementsprechend können wir jetzt 40 fahren. Leute, ich sag euch was. Wenn der Intercity-Steuerwagen kommt, das allererste, was wir machen werden, ist über die volle Distanz auf der linken Rennstrecke damit fahren. Das verspreche ich euch. Das ist definitiv eines der ersten Videos auf dem Kanal mit der 101 und dem Steuerwagen. Weil für mich gehört der Intercity-Steuerwagen, der Intercity generell, zur linken Rennstrecke zusammen, wie Daumen und Zeigefinger nebeneinander gehören. So, noch ein bisschen kleines philosophisches Bild zum Schluss gegeben. Ja, ja, ne, also da könnt ihr, da staunt ihr bestimmt alle nicht schlecht, ne? Oder so. Okay, wir halten an, 100 Meter noch, bis wir anhalten sollen. Mainz Gleis 8. Mainz sieht natürlich heute ein bisschen anders aus. Hier ist noch ein alter Zustand, der von Mainz dargestellt wird. Und wir halten an und machen die Türen auf. An einem Ort anhalten, Mainz Hauptbahnhof. Ich habe angehalten. Gut, der Simulator möchte das nicht erkennen, das ist aber nicht mehr mein Problem oder zumindest nicht mehr euer Problem. Ich bedanke mich bei euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Ihr seid hoffentlich beim nächsten Mal wieder mit dabei. Alles Gute, alles Liebe. Macht's gut. Ciao, ciao.